bisschen spazieren gehen. Also ich gehe nicht wirklich weit spazieren. Ich hole jetzt mein Fahrrad ab. Mal gucken, wie viel das kostet. Ich rechne mit 100 Euro. Ich hoffe halt nicht, dass das Tretlager komplett kaputt ist, weil dann ist das Fahrrad ein Totalausfall. Das lohnt sich nicht mehr, das Tretlager zu reparieren. Tretlager ist da unten, wo die Pedale dran sitzen. Wenn das abgenupselt ist, müsste da ein neues rein und das ist teuer. Dann hole ich ein Paket ab, dann hole ich mir Eiswürfel, denn das ist schon echt wieder heute sehr ekliges, viel zu warmes, schwüles Wetter. Hey, meine Lieben, alter Falter, heute ist Montag. Arbeit war wie immer anstrengend und nervig. Montage sind einfach nervig, weil so viel, es ist einfach immer so viel umzusetzen vom Wochenende. Ansonsten ist das Wetter so eklig wie die letzten Wochen. Es geht auch langsam echt ans Gemüt. Weil man jetzt echt, man hat keinen Tag Pause mehr. Man hat einfach nicht mal zwischendurch mal ein, zwei Tage kühl zum Ab- runterkommen. Man ist jeden Tag ist nur noch eklig. Das Einzige, was man natürlich aufmuntert, ist, wenn coole Sachen ankommen. Und zwar ist heute angekommen. Oh, oh, die Octopath Traveler supergeile Special Edition. Pass auf, wir machen das Ding mal auf, ne? Wir gucken mal, was da so Schönes drin ist. Bis gleich. Und so sieht das Ganze aus, wenn es ausgepackt ist. Hier aus der Verpackung rausgenommen und jetzt pass auf, das ist so geil. Also, erstmal, ganz harmlos, eine Münze. Und ich bin mal gespannt herauszufinden, was es mit dieser Münze auf sich hat. Aktuell weiß ich es tatsächlich noch nicht. Bin mal gespannt, was da noch kommt. Dann haben wir hier das Spiel. Tja, und was soll ich sagen? Dieses Spiel wird dann wahrscheinlich bald euch gehören. Also nicht dieses hier, sondern meine Version, die ich jetzt da gerade spiele. Denn ich habe das jetzt bewusst so ein bisschen doppelt gekauft, da ich ja bald ein mega großes Gewinnspiel im Stream machen werde. Eine Karte von Octopath, bei der ich mir echt überlege, das irgendwie richtig schön an die Wand zu hängen. Weil ich liebe dieses Spiel immer noch. Auch wenn es seine Schwächen offenbart hat, dieses Spiel ist einfach nur ein Traum. Und jetzt pass auf. Jetzt kommt... Warum das hier wahrscheinlich eine der geilsten Special Editions ist, die ich hier gesehen habe. Alter, ist das geil, oder? Die haben das so in 3D aufgebaut. Und wenn du das auseinanderklappst, dann ist das, das sind jeweils die Anfangsgebiete der Charaktere. Von Hanid, hier von Therion, wie er von dem anderen Dieb gelingt wird. Alfen mit seinem besten Kumpel. Ich glaube, Seth heißt er. Mit seinem besten Freund. Ach, das ist das Theater, in dem Primrose getanzt hat. Also Theater, es war so eine Spelunke. Ach, hier, das ist die Bande. Die Diebesbande, die Olbrich zur Strecke gebracht hat, um den kleinen Jungen zu retten. Ja, der berühmt-berüchtigte ehemalige Pirat, der Kapitän, den Tresser gefunden hat. Ach, das ist die Bibliothek, in der das Buch entwendet wurde. Mega cool. Und natürlich von Ophelia die Kathedrale. Ach, das ist so schön, das Spiel, ne? Und Alter, ist das mit Liebe gemacht. Ohne Scheiß. Als ich das gesehen habe, war für mich klar, ich möchte diese mega geile Special Edition von Octopath Traveler haben. Moment. So. Wieso geht das jetzt nicht wieder zu? Was mache ich falsch? Aha. So. Ah, jetzt ist das wieder zu. So. Ah, so, jetzt ist sie wieder zu. Oh, wup, wup. Mega geil. Genau schon wie bei Sonic Mania. Ich muss tatsächlich sagen, das sind zwei der besten Special Editions, die ich seit langem gesehen habe. Mit ganz viel Liebe, mit Artwork und allem drum und dran. Und solche Special Editions kaufe ich gerne. Weißt du, ich hasse halt heutzutage diese ganzen digitalen Sachen. Vorbesteller, Limited Edition und dann bekommst du da irgendwelche Loots und irgendwelche Waffen früher als die anderen und sowas. Aber das hier, auch wie diese Dark Souls Special Edition, das sind die Sachen, die ich haben will, verdammt. Mega cool. Und ja, wie gesagt, meine andere Octopath Edition, die bekommt dann ihr in einem mega großen Gewinnspielstream. Da werde ich jetzt aber noch einige andere Sachen für besorgen. Ich habe aber schon tatsächlich das meiste. Und hier an diesem Fenster kommt gerade ein bisschen Wind und das ist einfach gerade nur großartig.
Also ich habe echt sowas von keinen Bock mehr auf diesen Sommer. Mir geht das alles tierisch gegen den Strich. Ich habe den Ventilator die ganze Zeit an, aber es ist so warm. Es ist so warm, dass das halt alles nichts hilft. Und fürs nächste Jahr werde ich Vorkehrungen treffen. Ich werde jetzt im Laufe des Winters werde ich diese Wohnung hier sommertauglich machen. Ich werde mir Rollos kaufen und wahrscheinlich so eine Art Klimaanlage für diese Wohnung, weil es ist einfach, ihr seht das ja selber, ich habe seit Wochen schlechte Laune, ich habe seit Wochen keinen Bock am PC zu sitzen und Videos zu machen. Ich liege auf meiner Couch und vegetiere, weil mir halt nur noch warm ist. Nur noch warm und schwitzen, egal was man macht, und das, ich habe keinen Bock mehr. Sorry, das ist gerade nicht so wirklich gute Laune-Typ, aber ich habe keinen Bock mehr auf diesen Scheiß-Sommer. Es geht einfach nur noch auf die Nerven. Man bekommt auch richtig schlechte Laune, weil man keine Auszeittage mehr hat. Dass man wenigstens mal 2-3 Tage mal wieder kühle Tage hat. Morgens im Auto habe ich noch nicht mal mehr Bock, das Fenster aufzumachen, weil nur noch pisswarme Luft reinkommt, selbst morgens um 4. Da kommt direkt Klimaanlage im Auto an und mir reicht's tatsächlich. So, heute werde ich nichts anderes mehr machen. Ich werde wieder auf die Couch und schwitzen und scheiß Laune haben. Und dann gucken wir mal, wie es morgen so wird auf der Arbeit. Und dann melde ich mich morgen nach der Arbeit wieder mal. Wahrscheinlich geht es morgen zum Friseur nach der Arbeit, wenn ich nicht wieder so lange auf der Arbeit. Heute waren noch Bewerbungsgespräche. Da hat sich wieder alles ein bisschen gezogen. Und ja, ich sag schon mal gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Ach du Scheiße, Alter. Alter, ich komme gerade aus dem Markt. Ich habe hier fast einen Kreislauf bekommen bei der Hitze. Alter, mega Temperaturunterschied. Alter, ist das unangenehm gerade. Ich habe noch nie so einen warmen Tag in Deutschland gespürt. Richtig eklig. Oh, das wird also wieder keine... Heute will ich... Das wird auch wieder nichts mit schlafen. Alter, ist das warm. Ich stehe einfach nur gerade draußen und mir wird gerade schwindelig. Wow. Auch mal übrigens eine Sache, eine ernste Sache. Ich habe das letzte Mal beim Autofahren gefilmt. Und ich möchte da ganz klar sagen, dass das nicht okay von mir war. Klar, es war nachts. Ich wusste genau, wer da was, wo, ich konnte halt perfekt einsehen, was da ist und sowas. Trotzdem habe ich beim Autofahren gefilmt und man weiß halt nie, was passiert. Und selbst wenn ich klar einsehen konnte, dass da kein Auto um die Ecke kommt, was ist, wenn da, keine Ahnung, es kann immer was passieren. Ein Tier mir vor das Auto läuft. Falls ein Fahrradfahrer, den ich vielleicht nicht wahrgenommen habe, da idiotischerweise ein betrunkener Fahrradfahrer darum fährt und händelt mir vors Auto. Und nur weil ich da gerade am Handy mich gefilmt habe, fehlt mir vielleicht diese eine Sekunde Reaktion, um eben nicht in diesen... Man weiß nie, was passiert. Und deshalb möchte ich ganz klar sagen, das war nicht in Ordnung von mir, das mache ich nicht nochmal. Bitte nehmt euch da kein Beispiel dran. So, ich fahre jetzt mal nach Hause, mal gucken, ob ich Post habe, denn ich erwarte tolle Pakete. Hab mir wieder Sachen bestellt. Und Alter, ist das heiß, ey. Ich habe keinen Bock mehr auf Sommer. Okay, wollen wir mal nicht nur meckern, wollen wir mal über was anderes reden, als über die Hitze. Aber mir will nichts anderes einfallen. Das Einzige, was einem in den Kopf kommt, ist Hitze, Hitze, Hitze. Heißester Tag des Jahres. Ohne Scheiß jetzt mal. Also wirklich auch mal ohne Gejammer jetzt. Aber ich habe noch nie einen so krass drückenden Tag erlebt in Deutschland. Ich würde halt fast sagen, selbst im Urlaub. Ich war auf Malle. Und auch schon in heißen Ländern, also ich habe schon wahrscheinlich eine größere Hitze mal erlebt, ne? Aber dieses krass Drückende, ne? Ist halt mega unangenehm, weil es halt bei uns halt auch so eine unglaublich hohe Luftfeuchtigkeit hat. In den südlichen Ländern ist es halt eher eine trockene Hitze, da ist das angenehm, das erträgt man, aber hier diese Luftfeuchtigkeit, dieses Drückende, es ist so krass, oh, ganz schwer zu beschreiben. Was heißt beschreiben? Ihr erlebt das ja selber gerade. Mega eklig und ja, ich hole mir jetzt seit Ewigkeit mal wieder einen Döner, wirklich bestimmt fast 3 Wochen keinen gegessen oder so. Ihr wisst es ja besser im Vlog, meistens erzähle ich das ja. Und dann ziehe ich mich in meine Wohnung mit meinem Ventilator. Aber heute werde ich tatsächlich mal versuchen, mal wieder was zu drehen. Ich habe nämlich eine Idee, meine liebsten Special Editions von Videospielen. Sehr coole Idee, freue ich mich drauf. Ich habe gerade gemerkt, ne? Mir fast das Handy runtergefallen. Aber ich habe ja einen starken Schutz drum. Und ja, ich habe tatsächlich auch einen Abholschein. Aber wieder für die Wohnunion, da ganz hinten. Nein, wäre jetzt kein Problem, da hinzugehen, aber ist ja eh wieder erst ab morgen abholen. Ne? So, jetzt über die Straße.
Das Lustige ist, ich glaube, ich könnte da jetzt noch komplett hinlatschen und noch eine halbe Stunde spazieren gehen. Der Döner wäre wahrscheinlich immer noch genauso heiß. Er verliert dir aber die Hitze keine Temperatur, ne? Ich weiß jetzt, wo ich zocken kann tagsüber, wenn mir das da oben zu warm ist. In der Apotheke unten im Haus. Richtig krasse Klimaanlage haben die da. Das ist richtig kühl da unten. Geil. Ich muss da so einen Schlauch legen, dass die Luft aus der Apotheke zu mir hier nach oben in die Wohnung kommt. Oh, war das schön. Okay, manchmal ist die Hitze aber auch faszinierend. Ihr habt auch bestimmt gerade mitbekommen, dass im Moment sogar Gewässer anfangen zu kippen. Und das stehende Gewässer enorme Probleme, da entwickelt sich halt alles auf einmal ganz, ganz komisch. Und wir alle haben wahrscheinlich schon irgendwann mal in unserem Leben mitbekommen, wie schnell Sachen sich gerade in so einer großen Hitze entwickeln. Blödes Beispiel, irgendwo mal ein Stück Fleisch vergessen, meinetwegen, man hat irgendwo eine Mülltüte gehabt und da war irgendwie Fleisch drin, irgendwie zwischengerutscht. Und das geht bei so einem Wetter echt, echt schnell, dass das sehr, sehr eklig werden kann. Und was mir jetzt passiert ist, ist nichts dergleichen. Ich bin da eigentlich sehr, sehr ordentlich und vorsichtig geworden, seit mir das war irgendwann mal in der Studentenbude. Weißt du, da bin ich, lange in Finnland. Es war aber Sommer in Deutschland und es stand noch, in meinem Zimmer stand halt noch ein Teller und da war halt noch ein bisschen, ich habe ein Steak gegessen und da war halt noch der Knochen mit ein bisschen Fleischresten dran. Denkt man sich ja nicht viel bei. Doch, war eklig. Und was mir jetzt passiert ist, ich habe mir ein Fußbad gemacht. Das heißt, was ich hier habe stehen lassen, ist eigentlich Wasser. Pass mal auf. Seht ihr das? Sieht man mich? Seht ihr das, wie sich da drin richtig Leben entwickelt hat? Also der Dreck ist nicht so, der Dreck war vorher schon drin, ne? Das ist halt einfach nur so eine, zum Hundebaden haben wir das mal benutzt. Und ich hab das einfach aus dem Keller geholt, hab Wasser reingemacht, ganz, ganz kalt ist, hab die Füße für ein Fußbad reingehalten. Und jetzt steht das hier 2 Tage. Und da ist richtig Leben drin entwickelt, Alter. Wie eklig, also so richtig eklig finde ich das jetzt noch nicht mal. Das ist halt unter Wasser, liebe Wesen. Was ist das? Finde ich total faszinierend, wie schnell das heute geht, wenn das halt so richtig bullenheiß ist in der Wohnung. Und gerade tagsüber, wenn die Fenster halt angehen, dann ist es hier bestimmt 40 Grad oder sowas in der Bude. Wahrscheinlich sind es jetzt auch gerade 40 Grad, aber das wollte ich einmal kurz mit euch teilen. Ist euch sowas schon mal passiert? Komm, seid mal ehrlich. Ist euch schon mal was richtig Ekliges passiert, gerade bei so einer Hitze, wo man echt unterschätzt hat, auch wie Obst, wie schnell Obst einem auch weggammelt, wie schnell da die Fruchtfliegen ankommen, wie die Schwärme, das ein Tag teilweise, echt ja nur ein Tag. Schönen guten Morgen. Sieht man das? Ich bin pitschnass. Ich bin gerade aufgestanden, ich bin pitschnass. Ja, Bett mal wieder, na, muss ich schon wieder abziehen, schon wieder. Das ist der über die Hitze jammer Vlog hier heute. Ich bin 6-mal aufgewacht die Nacht, weil der Ventilator, ich kann den ja auf Zeit einstellen, aufgehört hat zu blasen und weil ich dann ja wieder pitschnass aufgewacht bin, weil es einfach, egal was man macht, es kommt kein Wind in die Wohnung, es kommt nichts. Es passiert, es ist einfach so warm, dass man nur schwitzt. Egal was man macht, man schwitzt. Oh. Ah, schön von der Arbeit kommen und gemütlich ein bisschen Hearthstone gucken. Pause. Ich könnte jetzt schon wieder anfangen. Ich habe jetzt auf meinem Discord extra einen Channel eröffnet. Sommer ist scheiße. Und in dem Channel kotzen wir uns jetzt über diesen Sommer aus. Oh. Versteht mich nicht falsch, so eine Hitze ist geil, wenn man Urlaub hat und an den Strand kann, aber im Alltag, weißt du, auf der Arbeit ist man nur noch im Schwitzen, obwohl es gekühlt ist, aber sobald man ins Lager geht und die Luft, und hier zu Hause ist es einfach, es macht keinen Spaß, Zeit in der Wohnung zu verbringen. Ich war vorhin tatsächlich, als ich mein Paket abgeholt habe, bin ich mit dem Fahrrad tatsächlich noch spontan eine Weile rumgefahren und ich habe in letzter Zeit auch öfter Zeit auch vor und nach der Arbeit irgendwie bei Familie oder bei anderen irgendwie verbracht. Einfach mal, weil man irgendwie raus musste. Ja, weil in der Wohnung macht einfach keinen Spaß. Aber nichtsdestotrotz habe ich 2 Pakete. Ach, hier übrigens. Ist das nicht? Oh, ist das hübsch.
die ganzen Special Editions, Limited Editions, die habe ich hier gerade so aufgebaut, weil da möchte ich ja gleich ein Video von drehen. So, und ich habe zwei Pakete bekommen. Beim ersten weiß ich, was drin ist. Das habe ich ja mir selbst bestellt durch den Stream. Beim zweiten weiß ich nicht, was drin ist. Das ist von einem lieben Zuschauer. Oh, ist das hübsch? Geh mal weg. Ah, Chica Slate Light. Moment. Da ist das gute Ding. Eine richtig schöne Chica-Steinlampe. Dieses Ding werde ich in die Zelda-Sammlung stellen, anschließen und dann zeige ich euch heute Abend mal, wie das Ding aussieht. Ich habe morgen nämlich Spätschicht und weshalb ich mich da sehr drüber freue, ist erstens, dass ich heute ein bisschen Zeit habe, aber vor allem kann ich dann heute endlich mal schlafen gehen, wenn es schon einigermaßen abgekühlt ist. Da ich halt in der Frühschicht jetzt immer um 10 ins Bett muss, ist es einfach noch viel zu heiß, viel zu warm. Und jetzt kann ich einfach auch mal nachts um 2 oder um 3 ins Bett gehen, wenn es halt ein bisschen kühler geworden ist. Oh. Ach ja, ich mache gleich nochmal eine Waschmaschine an. Die Bettwäsche muss ja gerade alle paar Tage, eigentlich jeden Tag gewaschen werden, weil ich halt immer pitschnass aufwache. Also wirklich, auch letzte Nacht, ich habe auch schon gesagt, Leute, ich bin K.O. Ich komme halt nicht wirklich zum Schlafen. Ich wache immer nach 1-2 Stunden pitschnass auf, also wirklich vollgeschwitzt, weil es halt so heiß ist. Und ja, für den nächsten Sommer, hier muss einiges verändert werden in der Wohnung. Wie gesagt, Rollos, vielleicht so eine Art Klimaanlage, auch wenn das natürlich arschteuer ist und sehr viel verbraucht. Aber noch so ein Jahr, noch so ein Sommer, das kriege ich nicht gebacken. Das geht mir echt ans Gemüt, weil wie gesagt, weil keinen Spaß mehr macht, hier zu sein, weil man nur noch eklig ist. Es schlägt total aufs Gemüt. Und wie gesagt, mir fehlt einfach enorm der Schlaf mittlerweile. Es sind immer so 2-3 Stunden jede Nacht, die ich zum Schlafen komme. Ansonsten liege ich hellwach im Bett oder ich wache sofort wieder auf, weil ich pitschnass bin. Und nee, so macht das echt keinen Spaß. Und ich hoffe, dass das echt bald mal ein bisschen Pause macht. So. Das zweite Paket ist von Eier weg. Adresse darf man ja nicht sehen. Ich hole das mal raus. Ich hatte nämlich schon gesehen, ich mache immer das Paket auf und hole mir diesen Brief raus. Und gut, das ist jetzt gespoilert. Das habe ich jetzt natürlich gesehen. Customization Set Nintendo Labo. Ach, das sind dann so Sticker, so Sachen zum Bemalen, um halt das, was man mit Nintendo Labo baut, halt persönlicher zu gestalten. Ah, guck mal. Ach so, okay. Guck mal, die Linkaugen. Sehr interessant. Vielen, vielen Dank. Und das, ja, wollte ich ja sowieso jetzt bauen. Aber dazu brauche ich einfach mal einen Tag unter 25 Grad Hitze, dass ich das auch mal wirklich vernünftig drehen kann. Denn bei dieser Hitze mache ich nicht die Lichter an und filme hier in dieser heißen Bude. Vielen, vielen Dank dafür. So, und beim Rest weiß ich ja noch gar nicht, was drin ist. Aber er hat mir einen super schönen Brief geschrieben. Ich habe den natürlich gerade durchgelesen. Diese Briefe sind immer das Beste an diesen. Er hat übrigens mal an etwas gedacht. Hier, pass mal auf. Er hat mir sogar eine Briefmarke dabei gelegt für den Rückbrief, den ich ihn ja gerne auch schreiben möchte. Und natürlich bekommst du einen Rückbrief und natürlich bekommst du dann auch so eine tolle Fan-Visitenkarte von mir. Cool. Vorsichtig zur Seite legen. Ja, er hat halt geschrieben. Oh, wir lehnen uns hier mal zurück. Hoch, ich liege auf der Fernbedienung. Er hat halt geschrieben, dass er mich schon, er ist 15, er guckt mich seit ungefähr 4 Jahren und ihm wurden früher tatsächlich so ein bisschen vermittelt, dass Videospiele was für dumme Menschen sind. Fast gestorben im Video. Und deshalb hatte er selber nie so diesen Kontakt zu Videospielen, aber eben hat irgendwie immer was gefehlt, hat er geschrieben, so ein Gefühl von Abenteuer. Und deshalb hat er vor allem halt auch so Videos von mir geguckt, zu der Zelda spielen. Sein Lieblingsvideo ist natürlich das Zelda Special. Und ihm hat sehr gefallen, was ich so die letzten Monate gemacht habe mit den Streams. Er ist auch oft in den Streams dabei, das weiß ich, den Namen lese ich ja oft. Und ja, das ist halt einfach super cool in den Streams, halt auch mit solchen Menschen mal in Kontakt zu treten. Und die Streams sind halt einfach sauwitzig. Und er hat recht, es ist immer wieder interessant, wie viele Memes in solchen Streams entstehen. Nicht nur das mit Heidi, auch das sieht man mich und so. Es ist einfach, die Streams sind echt immer super, super gute Laune. So. Wir gucken mal, was da noch so drin ist. Ich mach mal Weihnachten. Ich mach mal noch ein Geschenk auf.
Da drin war ein Buch von Xenoblade Chronicles X. Und tatsächlich ist mein Handy gerade zu warm geworden, weil ich vergessen habe, das auszumachen, weil ich mir das Buch schon mal durchgelesen habe. Also was heißt gelesen? Ihr seht ja, das sind hauptsächlich Bilder drin. Ne? Total cool. Xenoblade Chronicles X ist halt echt so ein Ding. Ich liebe ja die ganze Xenoblade-Reihe. Aber gerade dieser X-Teil, der hat halt enorme Schwächen im Gameplay und die Story. La, aber die Welt und die ganze Idee hinter diesem Spiel ist halt so geil. Und ich habe mir tatsächlich auch mal so eine kleine Doku so mit Interviews zu Xenoblade Chronicles X mal angeguckt. Das ist schon eine Weile her. Und es ist einfach super interessant, was sie sich bei diesem Spiel gedacht haben und was eigentlich so der Gedanke hinter dem Spiel war. Und es ist halt schade, dass das spielerisch und dass das dann halt nicht so wirklich geklappt hat. Auch diese schlechte Hubworld, die Stadt und sowas. Das hält das Spiel halt sehr zurück, weil da echt viel, viel, viel drinsteckt. Vielen, vielen Dank für dieses coole Buch. Solche Sachen liebe ich übrigens. Das ist auf jeden Fall super cool für die Sammlung. Und das ist halt auch so ein Ding. Ich glaube, es gibt einfach, wenn, einen riesigen Xenoblade Chronicles X-Fan, der das gerne hätte. Aber ich finde das halt selber aber auch cool. Aber das sind so Dinge. Wie beschreibe ich das? Ich finde das Buch super cool. Aber als Sammler, da weißt du halt auch, wie toll das ist, Dinge von seinen allerliebsten Lieblingsspielen zu haben. Das heißt, dieses Buch hier, ich freue mich drüber, behalte ich sehr gerne für meine Sammlung, aber ich bin da tatsächlich auch sehr altruistisch. Ich würde dann auch sagen, wenn jetzt einer mal in meinem Gewinnspiel sich ganz viele Sachen aussuchen darf und der sagt, du Tim, ich hätte gerne dieses Buch, weil ich bin riesiger Xenoblade X-Fan, dann kriegt er das von mir. Das war ja wie mit diesen Resident Evil Spielen, die ich mal hatte. Das waren auf dem GameCube wertvolle Spiele teilweise und ich habe gesagt, ja, aber mit denen verbinde ich ja nichts. Und deshalb sage ich ja auch bei so vielen Geschenken von euch, auch wenn ich mich über die Sachen freue und ich finde cool, die zu haben, aber wenn ich zum Beispiel so einen, habe ich zum Beispiel, als ich neulich Besuch hatte, da habe ich jemanden dieses riesige Skyrim-Lösungsbuch und eine Skyrim-Soundtrack-CD geschenkt, weil ihr wisst, wie ich über Skyrim denke. Ich habe sehr viel Respekt vor dem Spiel und mag die Musik und finde das Spiel auch irgendwie cool, aber ich bin halt kein riesiger Skyrim-Fan. Und wenn da jemand kommt, der riesiger Skyrim-Fan ist, dann gebe ich das auch gerne weiter. Genauso kriegt Cockern jetzt übrigens auch meine Star Wars-Untersetzer, die mir geschenkt wurden. Weil er halt riesiger Star Wars Fan ist. Wisst ihr? Ich finde das halt super toll. Ihr schenkt mir ja auch Sachen von euch, weil ihr genau wisst, dass ich riesiger Fan dieser Sachen bin. Und ihr freut euch, wenn ich die Sachen bei mir sind, wenn ihr mir was von Dark Souls oder Zelda schenkt, dann wisst ihr halt, ja, das ist ein Liebhaber, da ist das richtig. Und genauso gebe ich halt auch gerne Sachen weiter an Leute, von denen ich weiß, da sind die Sachen an der richtigen Stelle. So. Machen wir mal noch ein Paketchen auf. Okay, sehr interessant. Vielen, vielen Dank für ein Switch-Spiel tatsächlich. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe noch nie von diesem Spiel gehört. Aber wenn ich mir das hinten mal so angucke und durchlese, das Ende ist nur der Anfang. Du stehst dem finalen Boss gegenüber, aber kurz bevor du zum tödlichen Schlag ausholst, vergisst du alles, finde deine Erinnerung wieder und so. Das sieht sehr interessant aus und vor allem, ich glaube, das sieht aus, gerade weil der Stefan mir das geschenkt hat und er immer in den Streams ist, das werden wir auf jeden Fall einmal streamen. Vielen Dank. Was zur Hölle, wie cool ist das denn? Was es alles immer gibt von Zelda auch gerade, ne? Backpack Buddies. Guck mal, die... Anhänger, wie... Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich die auspacken sollte oder nicht. Ach so, es gibt 8 Stück zum Sammeln. Aber jetzt weiß ich ja gar nicht, welcher da drin ist, ne? Das muss ich ja aufmachen. Okay, was glaubt ihr denn, was ich bekommen habe? Das sind die 8, die ich bekommen habe. Jetzt frage ich natürlich, okay... Ich muss tatsächlich sagen, dass ich mich am meisten über eins der Items gefreut hätte. Also das, das, das oder das, weil sowas hier habe ich ja schon. Und ich habe tatsächlich etwas echt Cooles bekommen. Ich habe den Rubin bekommen. Mega cool, vielen, vielen Dank. Genau so ein Quatsch finde ich halt super geil für die Zelda-Sammlung. Und zwar kommt das genau so in die Sammlung. Und das sind Karten, genau. Er hat mir halt auch geschrieben, dass er mir einfach mal Karten mitgeschickt hat. Um mir einfach mal zu zeigen, was er früher so gespielt und gesammelt hat. Das sind diese Ninjago-Karten, die sehe ich halt immer auf der Arbeit, wenn wir die mal bekommen. Oh Gott, da muss man richtig mitspielen und so. Gut, da habe ich jetzt natürlich keine Ahnung, wie man dieses Spiel spielt. Total Recall. Aha, so richtige Action-Karten. Gibt es da richtig so ein richtig durchdachtes Spiel, so wie bei Pokémon Yu-Gi-Oh! Und sowas? Hätte ich ja gar nicht gedacht. Voll interessant. Recovery, aber so wirklich Monster habe ich jetzt auch nicht entdeckt. Wobei, einige hier haben ja... Nee, SP? Keine Ahnung.
Also so checke ich das Spiel jetzt nicht, aber voll interessant mal zu sehen, wie diese Karten von hinten aussehen. Ich hätte mir die ganz anders vorgestellt. Was haben wir hier? Force Attack, Star Wars Trading Card Game. Wie sehen die aus? Ah, guck mal. Boba Fett ist das? Ja, genau. Boba Fett. Holo. Kopfgeldjäger. 85, hier, guck mal. 65 Abwehr, 85 und 87 Angriff. Okay, da kann man ja schon mal was mit anfangen, aber mehr steht da auch nicht drauf. Also ist das wohl eine ganz normale Kampfkarte? Ein R2-D2, wie cool, Droide. Schwächer als Boba Fett. Seltsam. Halte ich ja für Quatsch. Qui-Gon Jinn. Der ist schwächer als Boba Fett. Aha. Ja, Boba Fett ist auch nicht ohne, ne? Hier steht aber auch sonst gar nichts von besonderen Fähigkeiten oder so, ne? Na gut, ist halt ein Jedi-Ritter, aber... Was haben wir noch? Ja, ein Yoda, das muss der krasseste sein. Der ist schwächer als Boba Fett. Und hat weniger Angriff als Qui-Gon Jinn. Das ist Yoda! Was ist das für ein Schwachsinn? Chewbacca? Wie schwach ist denn Chewie? Was hast du mir hier für einen Quatsch geschenkt? Ein Fahrzeug, okay. Noch ein Fahrzeug. Ja, okay, das ist Jar Jar Binks, aber Gott, ist der schwach. Okay, da war anscheinend auch schon ein Senator. Klonkrieger. Okay, der ist aber auch echt schwach, ne? Druidika? Ja, ein Kommando-Druide, genau. Und? Irgendein Commander. Also, Freunde der Sonne. Qui-Gon schwächer als... Der Chewie ist ja komplett da, daneben. Und Yoda schwächer als die anderen hier. Also, naja, okay. Aber nee, Quatsch. Vielen, vielen Dank. Voll interessant, mal zu sehen, was so hinter diesen Sammelkarten so dahinter steckt. Okay, jetzt wird's aber auch übel. Jetzt hat er mir hier tatsächlich sogar, ja, er hatte das tatsächlich erwähnt, ich soll mir das nicht kaufen. Pokémon Super Mystery Dungeon. Zum einen will er unbedingt, dass ich mal einen Mystery Dungeon spiele. Zum anderen hat er halt auch explizit gewollt, dass meine Pokémon-Sammlung vorankommt. Und deshalb hat er mir dieses Spiel hier. Und ist das jetzt nur die Hülle hoffentlich, ne? Oder ist da jetzt tatsächlich ein Download-Code noch enthalten? Also ich habe gerade reingeguckt, das ist tatsächlich noch, das ist so zum Freirubbeln, das ist tatsächlich noch der Download-Code drin. Alter Stefan, vielen, vielen Dank, nicht nur für diese super coolen Pokémon-Spiele, ich freue mich tatsächlich mega, dass meine Sammlung in 2 Punkten aufgewertet wurde. Ich freue mich über ein cooles Spiel zum Stream. Ich fand das sehr interessant, mal diese, auch wenn das Quatsch war, mal diese Karten zu sehen. Sowas hier finde ich immer so cool. Huch, die Lichtung. So ein Zelda-Merchandise-Kram. Auch das hier fand ich mega cool. Auch wenn, wie gesagt, vielleicht finden wir da irgendwann mal Xenoblade Chronicles X. Riesiger, mega krass Fan. Und das hier, das werde ich dann ja, wenn ich Nintendo Labo aufbaue, dann werde ich das, glaube ich, direkt bekleben. Das hier finde ich so witzig. Stefan, das war ein mega cooles Fanpaket. Vielen, vielen Dank dafür und vielen, vielen Dank für den lieben Brief. Und du bist übrigens auch 15 Jahre alt, ne? Und das hat jetzt ja doch einiges an Wert. Pass auf, warum machen wir das nicht so? Ich habe ja nie was dagegen, wenn Leute sagen, die wollen mir mal was Gutes tun. Aber bei Menschen des nicht so hohen Alters, da möchte ich halt auch mal sicherstellen, dass das halt auch wirklich so alles in Ordnung geht. Warum machen wir das nicht so? Es gibt doch bestimmt ein Spiel auf dem 3DS, was du gerne noch spielen möchtest. Und du kennst meine Sammlung und wenn da irgendein Spiel bei ist, wo du sagst, das hättest du irgendwie gerne, das würdest du gerne mal spielen, dann sag mir das einfach und dann bekommst du von mir dieses 3DS-Spiel als mindestens als Gegenleistung dafür, dass du mir so coole Sachen geschenkt hast. Und dann bekommst du natürlich dementsprechend auch deine Karte. Also vielen, vielen Dank dafür, war ein super cooles Geschenk. Und ich freue mich aber auch über meine Zelda-Lampe. Und ich werde genau jetzt, ich schwitze mich eh schon wie ein Schwein, werde jetzt mal dieses Video hier drehen und auch mal ein bisschen den ganzen... Ich finde das ja super cool, dass das alles wie Geschenk eingepackt war. Aber jetzt ist ja auch so ein riesiger Papiermüll, aber scheiß drauf. Ich muss sowieso aufräumen. Ich mache mir jetzt geile Mucke hier auf YouTube an, räume ein bisschen auf und danach filme ich den Kram. Ach ja, wo ich hier gerade sitze, ich habe mir auch etwas noch besorgt. Und zwar eine 15 Euro Nintendo eShop-Karte. Und das ist ein weiteres Puzzleteil für... Oh. Für diesen großen Mega-Gewinnspiel-Stream, den ich ja irgendwann demnächst mal machen möchte. Das ist einer der Preise, eine Nintendo eShop-Karte im Wert von 15 Euro. Ich habe das übrigens jetzt mal aus Interesse auch einfach mal noch nicht weggemacht. Also passiert da noch irgendwas? Weil ich finde das jetzt ja nicht eklig oder so.
Das sind halt Viecher im Wasser, aber was sind das denn genau? Also jetzt ohne Flachs, ich weiß halt wirklich nicht, was das. Das sind doch so ganz normale Dinge, die auch im See sind und sowas, ne? So kleine Planktonkram und sowas, oder nicht? Da bin ich da jetzt vollkommen bescheuert. Wahrscheinlich lacht ihr mich jetzt gerade aus, weil es da irgendwas gibt, was ich halt echt nicht weiß und sowas. Aber ich finde das halt voll interessant. Ich lasse das einfach mal so. Ich habe gerade überlegt, auszumachen und das wegzugeben. Ich lasse das einfach mal so. Und wir werden mal weiter berichten, was hier in meiner kleinen Wanne sich so entwickelt. Oh, ich bin zufrieden, meine Lieben. Zum einen, es ist heute angenehmer als sonst. Es ist immer noch scheiße heiß. Aber man kommt heute klar. Ich habe heute tatsächlich aufgeräumt. Ich habe gesaugt, habe sehr viel aufgeräumt tatsächlich. Ich gucke hier gerade so ein bisschen nebenbei The Transporter. Ich habe hier ein bisschen aufgeräumt. Die Couch leergeräumt von den ganzen Geschenken. Ich habe das Bild jetzt endlich mal aufgehangen. Und zwar habe ich es hier in meinem Zwischenraum jetzt aufgehangen. Heidi steht jetzt erstmal da an der Seite Wache. Ich kann zoomen, okay. Und da hängt jetzt erstmal mein Zelda-Bild. Auch da habe ich aufgeräumt und gesaugt. Ja, im Schlafzimmer habe ich nichts groß gemacht. Aber auch die Küche ein bisschen aufgeräumt, wie man sieht. Und vor allem, ich habe einfach mal den Banner da aufgehangen. Irgendwie finde ich das chillig, der wird da nicht bleiben. Ich versuche den an die Wand zu bringen. Aber erstmal, weil ich hatte da eh diese Kette da oben. Und ich finde die Position erstmal total cool. Dann habe ich mir überlegt, dass ich gerne da oben noch irgendwann ein Bild aufhängen möchte, über der Tür. Genauso wie ich über dem Fernseher irgendwann ein Bild aufhängen möchte. Und hier ist ja meine PC-Ecke. Da möchte ich halt noch irgendein schönes Bild aufhängen. Wie das hier im Schlafzimmer aussieht. Wahrscheinlich da drüben irgendein, also da oben irgendein schlankes Bild. Die Wand werde ich, glaube ich, da kommt vielleicht ein Kalender, ein Zelda-Kalender hin oder so. Aber ansonsten war es das hier erstmal. Das Bild bleibt übrigens da, das gefällt mir. Da meine Geheimwaffe. Ja, das soll es auch gewesen sein. Mitte der Woche ist es jetzt. Ich werde diesen Vlog für morgen zum Donnerstag zurück hochladen. Mein Spiel der Woche ist auf jeden Fall Octopath Traveler. Ich habe kein anderes Spiel diese Woche so viel gespielt. Octopath Traveler war diese Woche meine Rettung auf der Couch. Ich habe geflucht, ich habe geschwitzt, ich habe gezetert und habe aber sehr viel Octopath Traveler gespielt. Ich finde, ich liebe dieses Spiel und ich freue mich sehr, dass ich die Special Edition habe von Octopath Traveler. Buch der Woche. Ich vergesse immer wieder, mir die Manga zu bestellen. Das tut mir wirklich leid. Ich werde demnächst mir mal den Manga bestellen. Und ich möchte auch demnächst einen Tag zu meinen Eltern fahren und mal dieses Buch über Ernährung lesen, was mir geschenkt wurde. Film der Woche ist. Was habe ich denn groß geguckt? Good Will Hunting. Good Will Hunting habe ich ja nochmal geguckt. Der Film ist einfach nur ein Traum. Klar, The Transporter ist eine nette Unterhaltung, aber Good Will Hunting hat sehr viel Spaß gemacht, den Film nochmal zu gucken. Und Lied der Woche. Lied der Woche ist tatsächlich mal wieder. Von Disturbed, The Sound of Silence. Ich bin wieder über dieses Lied gestolpert im Auto und ich habe dieses Lied wieder sehr, sehr viel gehört, wie auf den Autofahrten zur Arbeit und hin und zurück und so weiter. Ach ja, ich habe übrigens noch was anderes entdeckt. Haben wir gerade bei Lidl im Angebot. Für diejenigen, die keinen Bock haben, sich diese Tees selber auszulesen. Wir haben jetzt tatsächlich auch gerade von Pfanner diesen puren Tee. Null Kalorien, null Zucker und vor allem halt auch null Süßstoffe. Das ist halt wirklich einfach nur Tee. Früchtetee, ich habe den als. Ich baue das mal auf. Ich habe drei verschiedene Sorten, habe ich mir mitgenommen. Die schmecken halt alle echt lecker. Und vor allem halt, da ist halt auch kein Süßstoff drin. Weißt du, klar, es gibt Eistee, der ist ohne Zucker. Aber dann, ich finde, Eistee mit Süßstoff schmeckt gar nicht. Aber der Tee, der ist richtig lecker. Der schmeckt sehr natürlich. Und man kann ja trotzdem Zucker reinmachen, wenn man möchte. Aber das ist halt das im Kühlschrank. Oder halt mit Eiswürfeln trinken, richtig lecker. Wie gesagt, für die, die keinen Bock haben, sich das selber aufzugießen, ist natürlich eine teurere Variante, als sich den Tee selber aufzugießen. Nur das so. So, meine Lieben, war ein super schöner Vlog, obwohl ich natürlich sehr viel gemeckert habe. Trotzdem coole Pakete und ich möchte den Vlog trotzdem mit guter Laune natürlich beenden. Morgen kriege ich Besuch aus Hannover, ein alter, also zwei alte Kumpel, Lukas und Andy. Und das werdet ihr dann natürlich im nächsten Vlog sehen. Wir verstehen uns richtig gut und werden wahrscheinlich sehr viel Blödsinn machen. Ich habe Freitag frei.
Und Samstag hauen sie wieder ab, da muss ich wieder arbeiten. Und ich melde mich wie immer am Sonntag. Seid gespannt. Ciao.